Einer der wenigen Orte, an denen du noch nicht warst, ist ein Vulkan. Das ist eine Öffnung in der Erdkruste, aus der heiße Gase, geschmolzenes Gestein und anderes Zeug an die Oberfläche treten. Aber für welchen solltest du dich entscheiden? Es gibt verschiedene Arten. Schildvulkane bauen sich aus verfestigten Lavaströmen auf. Ein Lavadom bildet sich, wenn die Lava zu zähflüssig ist, um sich weit fortzubewegen. Oder du entscheidest dich für einen Schlackenkegel. Das ist die einfachste Vulkanform. Er bildet sich aus Klumpen fast fester Lava, die aus einem einzigen Schlot ausgeworfen werden. Die Lava wird mit viel Kraft in die Luft geschleudert, zerbricht dann in winzige Fragmente, die gänzlich fest werden und als Asche zur Erde fallen. Mit der Zeit entsteht ein ovaler oder runder Kegel um den Schlot. Solche Kegel erheben sich selten höher als 300 Meter. Aber was wäre, wenn du dir etwas Beeindruckenderes aussuchst? Wie wäre es mit einem Stratovulkan? Hoch, steil, mächtig. Und wo du schon mal dabei bist, entscheidest du dich gleich für einen aktiven Vulkan, der gerade ausbricht. Was du hier beobachten kannst, ist ein Lavastrom. Der Vulkan hat gerade große Mengen Lava ausgespien und einen pyroklastischen Strom erzeugt. Seine Temperatur erreicht wahnsinnige 700 Grad Celsius. Dieser Strom besteht aus Gesteinsfragmenten und wälzt sich den Hang mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Stunde herunter. Asche fällt wie grauer, pulvriger Schnee vom Himmel. Vulkanasche besteht aus winzigen Partikeln pulverisierten Gesteins, vulkanischem Glas und Mineralien. Mischt sie sich mit Wasser aus Bächen und Flüssen, entstehen reißende Schlammströme. Obwohl es gruselig aussieht, trittst du näher. Zum Glück trägst du einen Schutzanzug, der jeder Temperatur standhält. Je näher du kommst, desto mehr Fumarole findest du. Das sind Löcher und Risse am Fuß und Hang des Vulkans. Aus ihnen treten riesige Dampfwolken und vulkanische Gase, Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid aus. Manche Risse sind so groß, dass du vielleicht reinklettern könntest, um einen Blick in den Vulkan zu werfen. Aber dein Ziel ist ein anderes, der Krater. Auf dem Weg entdeckst du seltsame kegelförmige Strukturen. Es sieht aus, als wäre dem Hauptkegel ein Horn gewachsen. Das ist ein Sekundärkegel oder auch Nebenkrater. Solche Kegel bilden sich um sekundäre Schlote, die die Oberfläche großer Vulkane erreichen. In diesem Fall kann eine Eruption nicht nur am Hauptkrater an der Spitze des Vulkans, sondern auch an diesen zusätzlichen Schloten auftreten. Aber da willst du auch nicht hin. Schon bald erreichst du den Hauptkrater. Das ist ein mächtiges, rundes Becken. Als du an seinen Rand trittst und hineinschaust, siehst du, dass es auch sehr tief ist. Das Hauptrohr, die Stelle, wo du hin willst, befindet sich am Grund des Kraters. Doch bevor du in den Schlot springst, fallen dir seltsame Röhren, die sich hinter dem Lavastrom verbergen, auf. Lagergänge, natürliche Öffnungen, durch die frische, flüssige Lava unter der Oberfläche fließt. Du machst einen Umweg und folgst einem dieser Tunnel. Es ist der Hauptlagergang, aber du siehst auch mehrere kleine Röhren. Sie versorgen einen oder mehrere Lavaströme. Würde der Vulkan nicht in diesem Moment ausbrechen, würde die Lava aus diesem Tunnelsystem ablaufen. An den Wänden befänden sich Lavaspuren, der Boden wäre flach und von der Decke hingen Lavastalaktiten. Aber auch jetzt besteht ein kleiner Freiraum über dem Lavastrom, da die Lava die Röhre erodiert und tiefer ausgehöhlt hat. Doch nun musst du weiter und gehst zurück zum Krater. Du wartest ab, während der Vulkan eine weitere Ladung glühender Lava auswirft und tauchst dann in seinen Rachen hinab. Das ist der Eingang in den Vulkan. Von hier aus werden Lava und vulkanische Asche ausgeworfen. Das Hauptrohr ist breit und dein Weg nach unten ist leicht. Die Lava um dich herum glüht hellrot und orange. Wenn sie an die Oberfläche dringt, beträgt ihre Temperatur bis zu 1200 Grad Celsius. Das reicht aus, um Eisen zu schmelzen. Du gleitest weiter durch den Hauptschlot. Er stellt eine Schwachstelle in der Erdkruste dar. Dort entwischt das glühend heiße Magma aus seiner Kammer und drängt an die Oberfläche. Während es immer tiefer geht, fallen dir Vorsprünge auf. Manchmal gräbt sich die Lava in Risse in der Kruste und bildet dort
verblasen und kristallisiert. Dadurch entstehen Ablagerungen von Asche und erstarrter Lava. Sie bilden die Vorsprünge. Schon bald erreichst du die Magmakammer. Das ist eine große Ansammlung geschmolzenen Gesteins. Diese hier ist recht flach. Es ist nämlich nicht die Hauptkammer. Nach ein paar weiteren Kilometern durch den Schlot erreichst du eine andere, riesige Magmakammer. Sie versorgt die kleineren am Grunde des Vulkans. Die Hauptmagmakammer liegt in der Erdkruste, welche 5 bis 71 Kilometer tief ist. Das geschmolzene Gestein steht dort unter extremen Druck und die Temperaturen sind unglaublich hoch. Mit der Zeit bröckelt das Gestein um die Magmakammer ab. Dadurch entstehen Gänge für das Magma. Da es aus deutlich weniger dichtem Material als das umliegende Gestein besteht, sickert die Lava durch die Risse an die Oberfläche. Von der Hauptmagmakammer steigt es in die höher gelegene Kammer. Von da aus tritt es mit einer gewaltigen Eruption an die Oberfläche. Du erkundest die Magmakammer und beschließt, noch ein bisschen tiefer zu gehen. An den Ort, von wo aus sich die Magmakammer mit geschmolzenem Gestein füllt. Du bewegst dich durch die Kruste. Der Vulkan steht auf dem Festland, daher ist deine Reise viel länger, als würdest du durch die ozeanische Kruste gehen. Diese ist nur 5 bis 10 Kilometer dick. Die kontinentale Kruste ist sehr viel dicker, an manchen Stellen bis zu 45 Kilometer. Auf deinem Weg durch die Kruste fällt dir die helle Farbe auf. Sie besteht hier hauptsächlich aus Granit. Die ozeanische Kruste hingegen besteht aus viel dunklerem Material, da sie eine andere Zusammensetzung hat. Je tiefer du gehst, desto heißer wird es. Aber die Temperatur hier ist nicht so hoch wie in der Magmakammer. An der Grenze zum Erdmantel zeigt dein Thermometer kuschelige 400 Grad Celsius an. In einer Tiefe von etwa 32 Kilometern erreichst du die Grenze zwischen Erdkruste und dem oberen Erdmantel. Der Druck erreicht hier einen wahnwitzigen Wert von 10.000 Atmosphären. Hier liegt der Ursprung des Magmas. Du könntest nun zur Oberfläche zurückkehren, aber deine Neugier treibt dich weiter voran. Du willst noch tiefer vordringen, bis zum Erdkern. Die nächste Schicht auf deinem Weg ist der Mantel. Er macht 2/3 der Masse der Erde aus und nimmt 84% des Volumens unseres Planeten ein. Er ist 3.000 Kilometer dick. Das Gestein am unteren Bereich des Mantels ist halb fest, wie ein Karamellbonbon. Der obere Bereich des Mantels sowie die Kruste sind in mächtige Fragmente zerbrochen. Sie sehen wie gigantische Puzzleteile aus. Das sind die tektonischen Platten. Sie bewegen sich mit 2 bis 5 cm pro Jahr. Du ziehst weiter durch den Mantel. Die Temperatur steigt bis auf 870 Grad Celsius. An der Grenze zum Erdkern beträgt sie sagenhafte 4000 Grad. Der Druck im unteren Mantel erreicht unfassbare 240.000 Atmosphären. Denselben Druck würdest du spüren, wenn sich 3.300 Elefanten auf deinen Kopf stellen. In einer Tiefe von etwa 3.000 Kilometern erreichst du die Grenze zwischen unterem Mantel und dem äußeren Kern. Das Innere des Planeten ist hier bis zu 5000 Grad Celsius heiß. Der Druck beträgt fast 2 Millionen Atmosphären. Aber das reicht nicht aus, um das Eisen im Kern erstarren zu lassen. Der äußere Kern ist 2400 Kilometer dick. Er fließt in mächtigen, turbulenten Strömen und erzeugt das Magnetfeld der Erde. Im äußeren Kern ist das Magnetfeld 50 Mal stärker als an der Oberfläche. Du bist nun etwa 5000 Kilometer tief und hast den inneren Kern erreicht. Er ist eine feste Kugel aus Metall mit einem Durchmesser von etwa 2400 Kilometern. Der innere Kern ist unglaublich dicht und dreht sich schneller als der Rest des Planeten. Die Temperaturen sind dort so hoch wie auf der Sonnenoberfläche. 5400 Grad Celsius. Der Druck im inneren Kern ist 3 Millionen Mal höher als an der Oberfläche. Die Bildung des inneren Kerns dauerte etwa 500 Millionen Jahre. Das bedeutet, er ist jünger als manche Teile der Erdkruste.